Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Food Truck Simulator. Wir haben im letzten Part mit der guten Clara telefoniert und ihr Fahrer ist leider weg. Ihr Delivery-Fahrer, also die Person, die für sie ausfährt. Und ja, wir übernehmen das mal als Job, ne? Deswegen benutzen wir mal unseren Computer. It should be available under the Jobs tab. Okay. Accepting any delivery will immediately mark your destination on the map. Sometimes the delivery comes from my store. Sometimes you're delivering something to me instead. Got it. Keep in mind that the delivery needs to be completed in a certain amount of time. Nobody wants to get their packages late. Understood. I'll do my best, Clara. Alles klar, dann wollen wir mal. Job annehmen. Drive safe, kid. On my way. Machen wir das mit dem Truck? Okay. Oh oh. Ich dachte, ich kriege jetzt von ihr ein Auto gestellt, aber nein, wir machen die Deliveries mit unserem eigenen Truck. Need to hurry up. Ja, das sagst du so einfach. Muss erstmal rauskommen hier, Junge. Come on, faster. Alter, wie am Ausrasten ist. Let's go. Dann sammeln wir mal das erste Paket ein. Das ist sowas, das sehe ich mich da nicht nochmal machen. Ich glaube, das ist relativ nervig, aber wir werden sehen. Aber es ist halt nett, dass sie so ein paar Nebenmissionen eingebaut, also so Jobs sozusagen, die man machen kann, zum als kleiner Abwechslung, als Abwechslungsding. Übergib mal schnell das Paket, ich muss los hier. So. Liefere das Paket. Oh mein Gott. Let's go. Bringen wir das mal zurück zu Clara. Gas geben! Gas geben! Wir haben noch 3 Minuten. Das schaffen wir wohl, ne? Nicht mehr ganz 3 Minuten. Aber ich denke, wir schaffen das trotzdem. Gehen wir mal hier lang. Ich darf mich nur nicht zu viel verfahren und dann passt die Sache eigentlich. Ich denke mal, eine Intersection können wir noch weiter und dann müssen wir rechter Hand. Das Geile ist, ich verbrauche ich meinen eigenen Sprit hierfür oder verbraucht man keinen Sprit? Sieht ein bisschen so aus, dass wir... Doch, die Tankanzeige geht runter. Wir verbrauchen unseren eigenen Sprit dafür. Na, klasse. Da werden ja die Spritkosten, das, was wir verdienen, schon wieder auffressen. Bin mir ziemlich sicher. Okay. Well done, kid. You're just on time. I couldn't let you down. Thank you. Here's your reward. Thanks, Clara. See you later. Okay. Er wieder. Hello again, boy. I saw you driving around earlier. Got a destination in mind for the evening. Oh, hey, Luciano? No, I just finished at the park and haven't made any plans yet. Then you should visit my shop in the Italian district. Sounds interesting. Go on. My place is almost on the top of the hill. It's pretty close to a place you can park your truck to. It's too far away for my business. But I figured you'd be interested. Now you're speaking my language. On my way, boss. That's the spirit, Piccolino. That is the spirit. Okay, wir tanken kurz einmal vorher und dann fahren wir dahin. Okay, time to water the beast. Bisschen noch, bisschen noch, bisschen noch. Rechtzeitig abbremsen. Sehr schön. Fertig. So, wo müssen wir jetzt hin? Fahre zum italienischen Viertel. Wo ist das italienische Viertel? Italian District. Also irgendwie so dahin. Ich find's schade, dass da jetzt wieder kein Map-Marker gesetzt ist. Mal werden Map-Marker gesetzt, mal nicht. Okay, wir fahren außen rum. Ich schaff das schon. Da würde ich mir ein bisschen mehr Konsistenz wünschen, wenn da jetzt halt auch für das Italian District ein Marker gesetzt werden würde. Das hier scheint Chinatown zu sein. China, China, Chinatown. Hier gibt's was zum Einsammeln, das machen wir erstmal. Wenn wir doch eh schon hier sind, können wir eben die Räder hier mitnehmen. Nice. Neues Autoteil, opala. Okay. Die wissen schon, warum sie so eine Anti-Stuck-Funktion eingebaut haben.
Ich stacke nämlich bereits. Nein, warte. Ich schaff das. Cool. So, dann müssen wir da weiter hoch. Da geht's zum Italien-Bereich. Einfach den Hügel rauf. Ey, sogar richtig mit Hügel hoch und so. Schön. Finde Lucios Shop. Okay, bei ihm können wir dann italienisches Zeug kaufen für Pizza. Ich verstehe. Guck mal, da steht schon Luciano. Und da wird sein Shop ganz oben sein. Und da können wir nämlich dann Zeug einkaufen, was wir fürs Pizzabacken brauchen. Ich überhole den mal hier bergauf. Das dauert mir zu lang. So, ich will ja nichts sagen, aber von der Optik her, wie die Beleuchtung ist, ne? Und wie alles aussieht, erinnert mich das ein bisschen an Mafia 3. Also nicht Mafia 1 und 2 und noch nicht die Remastered, sondern an Mafia 3. Ernsthaft, es sieht so ähnlich aus. Oh mein Gott, die Lampe habe ich komplett wegexplodieren lassen. Well, so. Well, look who we got here. Wow, this district continues to surprise me. Looks wonderful. And what are these? Something caught your eye. Take your time, boy. It's all for sale. I'm getting a feeling that you will sell a lot of pizzas tonight. Now I'm pizzas? Sure of it. Na gut, okay. Also, wir brauchen Pizzateig. Wie viel? 12. 12 mal Pizza. Dosentomaten. 4. Mozzarella. 8 Stück. Schinken. Wie viel? 4. Champignons 4. Chili 4. Pepperoni-Wurst 4. Bestellen. Ja. So, mal sehen. Das kann ins Regal. Das kommt in die Kühlung. Kühlung. Pizzateig kommt auch in die Kühlung. Also, bevor ihr ihn verarbeitet, eigentlich nicht mehr. Jetzt habe ich keinen Kühlschrank mehr. Dann muss das normal rein, das normal rein. Die Wurst kann eigentlich auch normal rein. Wir können natürlich auch tauschen. Das kann ins Regal, das kann ins Regal. Dafür kommt die Wurst. Wo ist die Peperoni-Wurst? Da. Die kommt in den Kühlschrank. Das kann ins Regal, das kann ins Regal. Und dafür packen wir die Tomatensauce noch in den Kühlschrank. So wie die Champignons. Die kommen eigentlich in den Kühlschrank. Der Rest muss eigentlich nicht in den Kühlschrank. So, sollte so passen. So, oh mein Gott. Fahre zur Verkaufsstelle im italienischen Bezirk. Sehr gerne. Lotto Pizzas. Lass uns mal Lotto Pizzas machen. Ich denke, danach kann ich hoffentlich auch speichern. Ja, das wäre sehr schön. Ich habe Bock auf Pizzen. Los geht's. Jetzt geht's los, Leute. Wir fahren den Pizzaofen hoch. Schön. Schön den Abend hier. Dann Eismann. Ja, der hat Snacks. Also wir kommen uns nicht zu sehr in die Quere. Wir kommen uns da nicht zu sehr in die Quere. So, Leute. Pizza! Wow, Luciano was right. This spot is fantastic. So, guck mal, die Sachen sind sogar noch hier. Okay, wir legen los. Wir machen den Ofen an. Und die erste Bestellung ist eine Prosciutto e Cipolla. Dafür brauchen wir Schinken. Schinken haben wir hier nicht. Warte, ich muss erstmal Schinken schneiden. Wir können schon mal einen Pizzateig ausrollen, aber wir brauchen auch noch Schinken. Da. Den schnibbel ich schon mal. Am Anfang wird halt erstmal geschnibbelt. Viel geschnibbelt. So. Schinken. Was brauchen wir noch? Zwiebeln haben wir schon. Mozzarella müssen wir auch noch zerschnibbeln. Wo ist der Mozzarella? Da ist der Mozzarella. Mach mal eben auf hier. Nee. Dann den Mozzarella zerschnibbeln. Achtung. So.
Zwei Scheiben sind das nur geworden. Bei Mozzarella habe ich irgendwie verkackt, aber okay. Soll erstmal passen. Und Pilze brauchen wir noch. Habe ich da noch welche? Ne, Pilze müssen wir eben auch noch schnibbeln. Oh Mann. Ich fand da seinen anderen Truck ein bisschen geiler, ne? Da war das alles ein bisschen geiler angeordnet, aber okay. So, warte. Pilze. Okay. Okay, let's go. Jetzt können wir starten. Also. Fangen wir an. Pizzasauce haben wir hier drin. Packen wir da hin. Pizzasauce. Okay. Dann brauchen wir Mozzarella. Eine Scheibe. Schinken. Und eine Zwiebelscheibe. Die ist noch gut. War es die einzige, die wir noch haben? Ja. Damit ist diese Pizza fertig. Und dann brauchen wir noch eine Pizza Fungi. Ach, das scheiße ist Mozzarella. Oh Mann. Ich wollte einen Teig haben. Geht schon wieder gut los, ne? Eben den Mozzarella ausrollen, ja? So, okay. Pizza Fungi, da kommt drauf. Pizzasauce. Dann kommt drauf Mozzarella. Und einen davon. Okay. Pizzabox. Du möchtest das haben, gebacken und gebacken. Okay, zweimal nur gebacken, also nichts Schlimmes. Alles chillig. So, dann warten wir, bis das durchgebacken ist. Genießen wir das. So, okay. Erste Pizza ist fertig. Wir sind jetzt bei Bestellung Nummer 1, Alter. So, zweite Pizza bitte in den Ofen. Da holen wir uns eine Pizzabox hervor. Was brauchen wir dann? Prosciutto. Pizza, Pizzasauce, Mozzarella und Schinken. Haben wir alles noch am Start. Rollen wir den eben kurz aus. Jetzt geht das schnell, Leute. Jetzt geht das schnell. Eben ausrollen, so. Zweite Pizza ist fertig. Zack, zack, zack. Und rein in Tüte Nummer 1. Und bitteschön, lass es dir schmecken. Dann geht's hier weiter. Prosciutto. Da brauchen wir einmal Tomatensauce. Pretty much what I asked for. Ich hoffe doch, ne? Dann musst du haben eine Scheibe Mozzarella. Habe ich hier schon mal bereitgelegt. Gar kein Problem. Den schnibbeln wir mal wieder eben. Okay. Und eine Scheibe Schinken. Hier. Und rennen in den Ofen. Zack, zack, zack. Holen wir wieder einen Pizzabox-Behälter. Komm. Ja. Nächste Bestellung ist, oh mein Gott, eine knusprige Pizza. Da war es aber ordentlich was los. Okay, warte. Da geht's aber richtig rund. Eben ausrollen. Wie sieht's hier aus? Die ist soweit. Du wolltest gebacken, ne? Ja. Okay. Zwei. Einen wunderschönen und guten Appetit wünsche ich Ihnen. So, hier geht's los. Pizza Sauce. Die Zoppe. Good job. Danke. Dann kommt darauf Mozzarella. Champignon. Na, komm. Champignon. Eine Scheibe Schinken.
Pepperoni. Pepperoni habe ich noch nicht geschnibbelt. Machen wir jetzt. Zack. Wunderbar. So, hab ich hier noch Platz? Ja, guck mal hier. Was war das? Hab ich hier noch Platz? Ja, Pepperoni, gut. So, eine Scheibe Pepperoni wollen sie da drauf haben. Ein Stück Chili und eine Zwiebelscheibe. Zwiebel muss ich noch eben schnibbeln. Und Chili. Chili, ne? Ja, okay. Moment. Ja. Eine Scheibe Chili und Zwiebeln. Zwiebel, Zwiebel, Zwiebeln. Hier sind keine Zwiebeln mehr drin. Hier noch eine Zwiebel. Ah ja, gut. Und eine Zwiebel. Einen Moment bitte. Ich muss hier wird alles frisch zubereitet, deswegen dauert es manchmal ein bisschen länger. Aber seien Sie versichert, Ihre Pizza wird dafür nur umso köstlicher, ne? Das muss man ja ganz klar sagen. Und noch eine Zwiebel drauf. So, jetzt haben wir aber auch alles, was Sie wollen, ne? Und du wolltest knusprig, ne? Vernünftig. Ich find's auch, also ich tatsächlich mache persönlich meine Pizza auch immer ein Müh knuspriger, als es gehört. Aber so ein Pizzaofen am Start und es ist halt tatsächlich so, so ein Pizzaofen, der bringt dann doch nochmal ein, das ist nochmal eine andere Nummer, ne? Da kommst du sonst nicht ran, das ist so. Das kriegst du mit einem normalen, handelsüblichen Backofen einfach nicht gewuppt, was so ein Pizzaofen dann doch nochmal on top reißt. Das ist leider einfach so. So. Wie weit sind wir hier? Wie, was ist horrible? Da ist jemand traurig, dass er nichts mehr bekommen hat oder was? Sorry, aber ich bin halt auch nur ein Fuchs, ne? Wie weit? Ah, ist gleich soweit. Gleich ist knusprig. Da war halt jemand zu spät, ne? Meine Pizzen, die sind halt hier wirklich berühmt. Und wenn du eine Pizza haben willst, musst du halt auch früher kommen. Aber echt nur 4 Aufträge ist halt echt nicht viel, ne? Seien wir mal ehrlich. So, Pizza Soße und eine Mozzarella. Mozzarella, da, Mozzarella. Oh, hier eine Menge Mozzarella. Ich noch mehr Mozzarella? Ne, ich muss noch mehr Mozzarella schneiden. Scheiße, Bruder. Moment. Mozzarella, bitte. Da. Vielleicht kriege ich diesmal mehr als 2 Scheiben raus. Ich habe keine Ahnung, warum das immer nur 2 Scheiben werden. Na also. 2 Scheiben Mozzarella, 3 Scheiben Mozzarella und 4 Scheiben Mozzarella. Wie darf es sein? Gebacken einfach nur, ne? Okay. Ich hätte gern echt noch mehr von diesen Behältnissen, ne? Habe ich aber leider nicht. Mozzarella. Mozzarella. Tja. Er wollte das hier nur. Oh, warte. Moment, Moment, Moment. Pizza Schachtel. Wupp, wupp, wupp. Wupp. Das war knapp. Wäre fast eine knusprige Pizza geworden. So, bitteschön. Bon Appetit, sag ich da mal. Ne, $19 für eine. $19, Alter. Das ist nicht schlecht. So, dann machen wir mal wieder sauber, ne? Ofen kann aus. Dankeschön. Wir nehmen uns die Ofenbürste, bürsten den Ofen einmal sauber. Dann nehmen wir den Schwamm, schwamminisieren hier die Arbeitsfläche einmal sauber. So, dann nehmen wir die Soßen, die kommen wieder zurück in den Schrank. Ja, Hahn, ist gut. Gott, ist der leise. Ich höre den gerade noch so. Das kommt im Kühlschrank, so den Kram. Kann ich das auch im Kühlschrank packen? Oh ja. Okay, wo sind die jetzt da als Scheiben drin oder was? Tatsache, man kann die in den Kühlschrank tun. Cool. Damit sind die nicht im Arsch und wir können nächstes Mal direkt mit den Scheiben starten.
Sehr schön. Meine Lieben, dann sind wir hier erstmal durch. Ich mache Licht aus und wir moven zurück in die Garage. Ich hoffe, ich kann jetzt speichern. Das wäre sehr hilfreich. Das muss ich ja noch eine Folge länger machen. So. War es das? Ich glaube, ich darf jetzt nach Hause, ja. Hi, Kid. Hi. I think I'm running on some sort of second wind. Glad to hear that. I have one last offer that might interest you today. I'm still awake? What is it? Check your PC. There's a new job at the gas station. I've heard that the owner has some interesting benefits as part of the assignment. Appreciate it, Clara. As always, thank you for your support. No problem, kid. Take care. Okay. Mach ich. It's time to go back to the garage. So sieht's aus. Warte, wir kehren jetzt erstmal zurück in die Garage. Vielleicht kann ich dann erstmal schlafen, aber wahrscheinlich nicht, weil Clara meint, ich soll mir den Computer angucken. Aber ich hoffe trotzdem, wir dürfen einfach erstmal schlafen. Probieren wir's. Ansonsten sehe ich die nächste Folge schon kommen. Wow, wie soll man denn hier rumfahren, um Gottes Willen? Oh je. Mein Truck ist, glaube ich, aufgesessen. Befreie den Truck, Z. Dankeschön. So, ja, ist ein bisschen... Ist ein bisschen steil hier, ne? Muss hier mal eben durch, danke! Ich glaube, der Truck bekommt keinen Schaden, so wie sich das darstellt. Wobei, es gibt halt eine Werkstatt, also irgendwas muss da wohl noch abgehen. Wir dürfen gespannt sein. Jetzt erstmal zurück in die Garage. Die Garage! Die Garage! Mucke, Alter. So, gleich sind wir wieder zu Hause. Space. Hier rein. Inzwischen kenne ich die gammelige Einfahrt von meiner Garage. Man weiß jetzt, wo man zu Hause ist. Ne? Man weiß Bescheid, sag ich mal. Gut, dann würde ich hier gerne einmal... Danke, darf ich rein? Dankeschön, dankeschön. So, we did it. Benutze deinen PC, Tatsache, wir müssen es erst machen. Meine Lieben, dann brechen wir hier nochmal, ne? Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.